Hey Leute, willkommen zurück zu Age of Empires 3. So, ja, gehen wir gerade mal mit John darüber, um zu gucken, was hier noch versteckt ist. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Wichtiges. So, und dann werden wir mal hier kurz diese zwei Gebäude wieder renovieren, sozusagen. Das auch. Das hier auch. Alle Gebäude hier, so. Jetzt haben wir 10 Dorfbewohner, ja. Ein britisches Fort entdeckt. Okay. Wir müssen in dieses Fort eindringen, um die Befehlszentrale zu finden und zu zerstören. Ja, werde ich tun. So, jetzt holen wir uns erstmal diese 40 EP hier. Mal gucken, wie viel das bringt. Ja, immerhin einiges. 40 EP ist gar nicht mal so wenig. Kommt einem weniger vor. So, dann holen wir mal kurz Canyon K hier hoch. Und dann holen wir uns ein bisschen Infanterie. Beziehungsweise eigentlich gar nicht so viel Infanterie. Ich will noch ein paar Falkonetten mitnehmen. Wir müssen noch ins nächste Zeitalter sowieso. Und müssen da uns dann die Mörser holen, weil schon Schwertmann mit diesem Force einfach nicht fertig. So, Canyon K, du darfst jetzt mal irgendwo da drauf schießen, wo der Schwarzbär ist. Ach, da unten. So, chillig. So, dann darfst du da runter den Schatz holen mit 55 Nahrung. Immerhin. Darfst wieder da runter. Dürft ihr zweimal zum Holz holen gehen. Mir ist gerade aufgefallen, wir hatten bis jetzt noch gar keinen, der Holz holen war. So. Ready. Forster. Ready. Ja. Gut, okay, dann kann man gleich mal mit den zwei Kanonen hier schon mal so langsam die Türme mal kaputt machen. Und ich habe wieder vergessen, meinen Timer einzustellen. Warum eigentlich immer? Ich denke so 20 Minuten. Ja, das passt. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber pff, egal. Wir machen sowieso immer meistens ein bisschen mehr, also von dem her. Als 23 Minuten habe ich mal so eingestellt und dann werden es meistens 24, 25, können auch mal weniger werden, aber ich denke, das ist kein Problem für keinen von euch. So, ich bräuchte mal kurz Canyon Key und versuche mal den Wolf da oben platt zu machen. Dann holen wir uns hier die 14 Musketiere. Sehr schön, jetzt ist der tot, dann können wir uns jetzt hier den Soldaten holen. Ja, also der Franzose mit seinen Indianern ist echt mutig. So. Jetzt haben wir nochmal einen neuen Soldaten. Immerhin. 2000 Nahrung kostet der Spaß. Oh, und da kommt noch was viel Spaßigeres, nämlich zu viele Kanonen für meinen Geschmack. So, dann bitte noch diese Kanone hier kaputt machen, danke. Richtig, so funktioniert das und nicht anders. Wenn die Briten zu dumm sind, ein bisschen Infanterie mitzuschicken mit ihren Kanonen, dann sind sie selber schuld. Das Lustige an diesen Schutzschilden ist, die haben einfach so fucking viel, Dings, wie heißt es, Lebenspunkte. Jetzt brauche ich irgendwie neue Häuser, das machen wir dann mit dem ersten von den Siedlern da. So, jetzt haben wir die schon mal hier ein bisschen geschwächt. Ich glaube, die haben irgendwie zwei Forts, eins ist irgendwie noch hier und das andere ist ja da drüben oder so, keine Ahnung. Naja. Ah, okay, wir sollen diese Handelsroute da unter unsere Kontrolle bringen. Das können wir dann nebenher nachher machen. So, jetzt lassen wir die da mal ein bisschen weiter ausspionieren, was da hinten so geht. Okay, gut, du darfst jetzt mal zwei, drei Häuser bauen, würde ich sagen. Und wo da oben hin, da stören sie nicht.
So, drei Häuser sollten erstmal reichen. Mit denen hier gehen wir hier Holz holen. Naja. Ja, das waren die zwei komischen Schutzschilder da. So, erstes Haus, dann können wir uns neue Siedler holen. Dann holen wir uns hier gerade auch mal noch 8 Plänkler. So. Reichen da? Ach komm, bauen wir gleich nochmal ein Haus. Dann soll es irgendwann demnächst mal reichen. So. Im Prinzip brauchen wir 2-3 Mörser und die Sache ist erledigt da oben. So. Mit dem hier können wir da mal hin. Mit denen holen wir da oben jetzt Gold. Ach, fuck. Was machen die da oben? Aber wir können uns ja so ein Münzfeld hier bauen. Brauchen wir nur 800 Holz für. Braucht halt eine Weile. Soll sich da oben verpissen, der Franzose. Nochmal 2 Siedler. Dann können wir uns auch gleich das da auch mal noch weiterentwickeln. Dann gibt's mehr Nahrung. Und jetzt warten wir mal eben, bis wir 800 Holz haben. Gehen wir gerade mal mit denen auch noch hier ein bisschen Holz hacken, dann weiß ich, welche ich wo hab. So, das geht doch jetzt um einige schneller. So, jetzt noch 300 Holz. Die trauen sich was hier. Nicht schlecht. Heil Forster. So. Jetzt haben wir es gleich noch 100. Haut rein. So. Haut rein. Und dann brauchen wir halt hier noch gleich dieses Teil für diese... Au, 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 au. Shit. Los, los, los. Schneller. Bevor wir einen Großteil unserer Armee verlieren hier. So, dann holen wir uns mal die 8 Mulanen. Ho. Nicht schlecht. So, haben wir bald 2000 Nahrung, das heißt, wir können gleich in das nächste Zeitalter. Aber während wir auf dem Weg sind, können wir gleich mal auf dem Weg ins nächste Zeitalter sind, können wir gerade erstmal dieses komische Dorf hier kaputt machen. So, mit diesen Typen da können wir da hinten diesen Turm kaputt machen. Und mit denen hier schießen wir einfach mal nett hier drauf. Oh, ganz geil. Warum hatten die eigentlich so viele Kanonen und keine anderen Einheiten, wenn ich mal fragen darf? Oh. Jo. Es gibt mehr Verluste, als ich mir gedacht habe. Oh geil, jetzt konnte er noch sogar noch mal schießen, hat nochmal von uns einen gekillt. So, jetzt können wir uns hier die Dorfbewohner schnappen. Und können ins nächste Zeitalter gehen. Wir holen uns die 10 Musketiere. So. Schlecht, Leute, los, rein.
Oh, fuck. Warum hat der wieder so viele Kanonen schon wieder? Ist echt schlimm mit dem. So, jetzt müssen wir gerade mal unsere Kavallerie da schicken, um das ein bisschen zu klären da. So. Hier dagegen. Und dann holen wir uns nochmal diese 5 hier. So. Und dann können wir... Ja, das haben wir jetzt erforscht. Dann können wir auch noch das hier erforschen. Geht es auch ein bisschen schneller. So, und jetzt dürfen sich unsere Reiter über diese ganzen Siedler hier hermachen. Was für böse Typen. Greifen die uns auch noch an. Ah, jetzt nicht mehr, jetzt rennen sie weg. Hau weg, den die Scheißkanone. So, dankeschön. So, jetzt Kanone, schieß auf das Dorfzentrum. Gib alles. Ups. Siedler natürlich zum Holz holen und nicht mit in die Schlacht nehmen, klar. So, und jetzt können wir hier zwei Mörser rekrutieren. Das sollte dann erstmal reichen, denke ich. So, dieses Dorf ist jetzt demnächst kaputt. Ach, jetzt greift der Franzose auch mal mit an. Hatten die eigentlich keine Truppen oder was? Nun muss man alles selber machen. Nicht cool. Irgendwie, dieser Turm ist ziemlich böse hier. So, hier mal bitte diesen Siedler noch eliminieren. So, jetzt werden wir dann erstmal durch das Fort durchmarschieren, indem wir halt einfach diese ganzen Türme kaputt machen. Und dann werden wir halt irgendwann, wenn wir diese ganzen Türme kaputt gemacht haben und durch sind, werde ich mal noch ein paar Truppen hier rüber schicken, um diesen Handelsposten, wo ist er denn überhaupt, ja, hier kaputt zu machen. Dann darf John den aufbauen wieder und dann ist alles gut. Sind eigentlich unsere Mörser auf dem Weg hier. Ah, ich habe ziemlich viele Verluste. So, aber wir können uns jetzt... Ah, geil. Wir können uns natürlich jetzt nochmal hier drei Mörser holen. Noch ein bisschen Infanterie. Das ist ja schön. Sowas gefällt mir. Attack! So. So, einmal bitte auf diesen Turm hier schießen. Danke. Was muss man eigentlich kaputt machen? Die Befehlszentrale. Okay, das ist dieses Gebäude hier. Der Kommandoposten. Dann können wir uns hier nochmal... Ja, keine Ahnung. Ein paar Musketiere holen, aber dafür brauchen wir erstmal wieder ein paar Häuser. So. Und dann können wir mit diesen Mörsern jetzt auch darüber laufen. So, ich denke, die Briten haben irgendwie schon aufgegeben, das hier irgendwie, keine Ahnung. Diesen Kampf haben sie irgendwie schon aufgegeben, glaube ich. Keine Ahnung warum, aber so sieht's aus. So, kommt ja keine Gegenwehr mehr, außer den Türmen. So, dann können wir jetzt auf diesen Turm da drüben schießen. Nehmen wir hier mal die Truppen mit.
zu den Grenzaußenposten, bitte. So, vielen Dank. Sobald diese kaputt ist und der hier auch, dann können wir da mal kurz durchziehen und der da oben, machen wir das hier noch kaputt und dann können wir hier hochmarschieren, machen den Außen, den Handelsposten kaputt, wie erwähnt schon, und das geht jetzt auch relativ schnell, möchte ich meinen. Nehmen wir die drei hier und schießen auf den Turm da oben. So, ihr drei da oben, ihr zwei hier. So, das geht schnell. So, wir haben noch 6 Minuten laut meinem Dings. Ich denke, das sollte uns völlig reichen. Wir könnten es ja im Prinzip jetzt schon beenden, aber ich will ja noch diese 300 Erfahrungspunkte haben, indem wir diesen Handelsburschen zerstören. So, das war's auch. So, und jetzt können wir damit hier auch mal durchmarschieren. So, und dann können wir weiter hier rüber, Jungs. So, ja, ich werde jetzt mal mit den allen hier irgendwo in die Mitte gehen und dann können wir so langsam aber sicher einfach auf alle Gebäude schießen, während ich hier halt eben diesen Handelsposten dann aufbaue. So, das geht jetzt durchaus ein bisschen schneller. So. Stellen wir den Mörser da auf, oder die Mörser. So, dann schießen wir auf das Dorfzentrum. Mit einem Mörser schießen wir noch hier drauf. Mit den ganzen Typen da können wir da drauf schießen. Zwischen unser werter John hier. Gut. Nicht da drauf schießen, bitte. Ganz schlecht. Noch nicht, tobt euch irgendwo anders aus. Sehr schön. Lol. Also, 5 Mörser reichen, um irgendwie alles kaputt zu machen. So. So, das sollte dann jetzt das gleich gewesen sein hier. Können wir gleich jetzt echt wirklich diese Kommandantur hier angreifen. So, und mit allem drauf, was wir haben. Ja, okay, wir haben das erledigt, gut. Was, da unten ist schon das What the fuck? Wir haben es geschafft! War irgendein Gegner gerade. Und wir haben gewonnen, mal wieder. Sehr schön. Jetzt kommt, glaube ich, noch eine Filmsequenz. Eine Cutscene, wie auch immer. Colonel Washington. Cool. Was? Kein Zeichen von Warwick oder meinem Onkel. Da, eine weiße Fahne. Seid ihr John Black? Wer will das wissen? Ich bin Colonel Washington. Warum kämpfen eure Söldner für die Franzosen? Wir geben auf. Gebt uns nur Warwick. Warwick ist ein Verräter. Er hat den Angriff auf die Indianer ohne das Einverständnis der Krone befohlen und wird dafür büßen. Er wird euren Irokesenfreunden keine Schwierigkeiten mehr machen. Er hat meinen Onkel. Dann fürchte ich, ist er tot. Wenn ihr Warwick verfolgen wollt, habt ihr die Unterstützung der Briten. Er ist nach Westen gegangen, zum Huronsee, mit einer Handvoll Verräter. Glaubst du, Warwick ist ein Mitglied dieses Zirkels? Ja, und es ist gefährlich, ihn zu verfolgen. Nona Key sollte hier bleiben. Du wirst sehen, meine Schwester trifft eigene Entscheidungen. Wir bringen den Verräter zur Strecke, Colonel Washington. Thank you, sir.
Ja, okay, gut. Wir haben einen neuen Verbündeten und unser Feind, wo wir gedacht haben, dass die Briten uns verraten haben, ist es doch nicht so. Ja. Die mögen uns doch noch, die Briten. Mal schauen, was können wir uns jetzt hier noch holen, großartig. Ich denke, wir holen uns diese neuen Reiter. Ist zum Beispiel eine Idee. So. Gut, dann war das mal wieder dieser Part. Ich hoffe, er hat euch sehr gut gefallen oder gut gefallen, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.